Ja, da starten wir wieder vor dem schreienden Karl. Und nein, Karl, an der Sache hat sich nichts geändert zur nächsten, letzten Folge. Wir werden dir nicht helfen. Du bist schon tot. Deine Seele ist irgendwie deiner Maschine gefangen. Das ist der einzige Weg, dich zu befreien. Und jetzt gehe ich. Tschüss. So, dann mal ab nach oben. Lassen wir den schluchzenden Karl zurück. Und bewegen uns hier in den nächsten Kommunikationsraum. Wir machen hier mal zu, würde ich sagen. Sicher, dass uns nichts hinterherkommt. Einen brauchen wir erstmal nicht. Da kann ich irgendwas tun. Das machen wir erst gleich. Erst gucke ich mir an, was ich hiermit alles abwerfen kann. Bis zur Decke! Close. Defekte Daten gefunden. Dateien wiederherstellen. Wiederherstellung. Partielle Datenwiederherstellung erfolgreich. Ja, wir gehen der Reihe nach. Okay, next one. Jetzt wird es schon intensiver, glaube ich. Hey, hello, Beta. Absalon, what's up? We could really use direct contact with Heather. Site service engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Luar relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center, and if you want, pretty much all is here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. Okay, geht so, aber jetzt. Hello? Peter, was it? Look, I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hey, wow, what's happening? It's still the same plan, right? Yeah. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. We'd like to hear. Dann wollen wir mal sehen, ob er wirklich eine Willkommensparty bekommen hat oder auch nicht. Wir müssen nicht heilen. Was haben wir hier? Was haben wir denn hier? New York, im Atlantischen Ozean. Alles quasi verbrückt miteinander. New York. Das Büro wird, John C., das Büro wird abgeschlossen, alle Anwesenden evakuiert. Ich soll dir von allen hier sagen, dass es eine Ehre war, mit dir und Y zu arbeiten. Gott sei mit dir und viel Glück mit der Apokalypse, Ben. Das war am 10. Januar schon, okay? Da war schon bekannt, es gibt eine Apokalypse, alles klar. Ja, das, 12. Januar, Update über die Verteidigungsmaßnahmen. Letzte Anstrengung der globalen Gemeinschaft, die Kollision doch noch zu vermeiden, sind fehlgeschlagen. Pathos 2 sollte alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um sich auf das unvermeidbare Beben nach dem Aufschlag vorzubereiten. Geschätzte Zeit bis zum Aufschlag 5 Stunden 13. Aufschlag? Meteorit oder was? Oder wie? Okay. 11. Januar? Nee, Last Contact. Egal. Liebes Fräulein Vigdis Jonsdottir. Mit großem Bedauern muss ich darüber informieren, dass das Büro geschlossen wird und Y und Pathos 2 nicht länger unterstützen kann. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen, Ihren Vorgesetzten Jane Adams und dem Rest des Personals danken. Sie sind wahrscheinlich eine fantastische Gruppe und ich bin mir sicher, dass wir mit Ihnen, egal wo es weitergeht, weiterhin Erfolg haben werden. Mit freundlichen Grüßen, Systemdirektor James Bloom. In Cadiz. Was geht in Cadiz? Da war ich schon. John C., du magst JD weitaus bessere Überlebenschancen haben. Du magst Yadi. Wir haben die bessere Aussicht. Salut. Okay. Ja. Wissen wir nicht genau, was da passiert ist. Das ist noch nicht so klar. Ich drücke mal diesen ominösen Knopf. Manuelle Eingabe erforderlich.
Y nicht aufrufbar. Dann wollen wir nach Theta. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared, yeah, Simon, hi, Jared. Hi, Simon. Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pezos 2? Gar nicht. I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Absolut. Have you seen any people? Like staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. Except for one. I think he was in pain. I'm not sure what to do. He said he was hurting. Sort of. I don't know. What was that? Und ich kann nichts dafür, dass ich Schmerzen habe. Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. Lambda. Okay, wie? Shuttles. Fuck! Shit! 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 What do I... Oh no. Muss ich jetzt hier 3 Kilometer in 3 Kilometer Tiefe rumtauchen oder was? Vielleicht. Vielleicht bist du auch gar nicht wirklich hier, Karl. Da sollten wir, Simon, da sollten wir durchaus anfangen, drüber nachzudenken. Was? Wo? Da stand aber so ein Killer-Symbol, oder nicht? Oder das gemeint? Nice Raumanzug, Lambda. 96 Meter, ist ja nicht so weit. Uh-oh. Geht's erstmal bewusst ein bisschen falsch? Find the shuttle to Lambda. Hätte mich auch schwer gewundert. Hier, fishy, fishy, fishy. Zeppelin-Transport.
ist das pupp nach oben. Wahrscheinlich. Hier hinten drücke ich auch nochmal. Nicht hoffend, dass hier irgendwas passiert. Oh, Riesenruckler des Jahres. Ach, da kam ich her. Alles klar hier. Überhaupt so Kommunikationsdinger sind. Das wird doch immer unter Wasser gewesen sein. Was ist das? Sah aus wie Roboterdrohne. Schwimmi, schwimmi. Merkwürdig. Ich habe mir den Meeresboden doch viel, viel einladender vorgestellt. Kann ich jetzt nicht einfach auftauchen und Schuh machen? Dann bin ich wahrscheinlich zu schwer im Moment. Rotes Licht nie gut. Das Ding killt mich, glaube ich. Brauchst du? Krebs! Ich habe leider keine Drogen für dich. Nice. Nix. Außer Teile dieses... Bucherung. Nee, ich möchte mich gerade nicht mit drogenabhängigen Robotern anlegen. Danke. Upsilon B. Bist du lieb? Bestimmt, ne? Du läufst mir jetzt den Weg hier? Ist das nur... Du folgst mir jetzt, ja? Nice. Thank you.
gerade irgendwas gepumpt? Da wird auch gepumpt. Dann gehe ich da ja da lang. Was ist denn? Er macht jetzt doch sein eigenes Ding. Der ist böse. Kämpf gegen ihn. Kämpf für mich gegen ihn. Sie sind jetzt gegeneinander geflogen, aber haben sich nichts getan gegenseitig. Shuttle Station. Das ist nett von dir. Cooler Typ. Well, thanks, little guy. Ja, Mann, echt cool von dir. Tschüss. Bekämpf die Monster. Let's hope the shuttle still works. Null creepy. Da fällt mir ein, dass ich auf jeden Fall das Ganze nochmal hochstellen sollte. Machen wir auf voll, weil bei YouTube wird ja noch einiges dunkler. Where did I get a flashlight? Gute Frage. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Jesus Christ! What the hell? Also Karl hat sich selbst als Mensch gesehen, sag ich nur, ne? Vielleicht sind wir halt auch nur ein Robot. Ah, hier. Sieben Schaum, 15 Muttern und diverse andere Ersatzteile. Und ein Typ. Aha, ein Manifest. Ich habe wieder gegen den Ticketspannseil gefahren, war ich Hypercade, alles klar. Aufschlagsereignis. Am Morgen des heutigen 12. Januar schlug der Komet, aha, Telos, um 5.30 Uhr Ortszeit in den Pazifischen Ozean ein. Dieser Aufschlag ist einer der stärksten Kollisionen, die jemals in der Geschichte der Erde aufgezeichnet wurde. Alles deutet darauf hin, dass die Erdoberfläche völlig verödet ist und kein Leben mehr erhalten kann. Die einzigartige Position von Pathos 2 hat unserem Personal unvergleichliche Sicherheit geboten. Es ist zwar zu einigen Strukturschäden gekommen, jedoch wurden keine Todesfälle berichtet. Der schwerste Verlust war die Wetter- und Kommunikationsstation auf der unbemannten Oberflächenplattform Omega, was unter gegebenen Umständen ein vergleichsweise geringer Preis ist. Theta wird ein Notfallmeeting abhalten, um die Zukunft von Pathos 2 und damit letztlich der ganzen Menschheit zu besprechen. Weitere Informationen diesbezüglich folgen in Kürze. Aufseher K. Forkurian. Video.
abspielen. I guess it's a good thing we never had any kids. Hard enough looking my parents in the eyes. They're going to a bomb shelter upstate, by the way, along with your dad. I'm guessing someone will help him send you a message somehow. I mean, I hope they will. Hell, I'm not even sure you'll get this message. If you do, I want you to know I never blamed you for following your dreams. It just... I was just mad it didn't fit better with what I imagined our lives would be. I really wanted a picket fence, big family, you know? I guess what I'm trying to say is I'm proud of you. And even though it's been difficult to be separated from you, I regret nothing. I'm happy. And I really wish I was able to say this without the sky falling down. I love you, Amy. I always have. And always will. Ja, Amy. Das. Mhm. Da werfe ich doch mal einen Kanister vor Trauer. Okay, da geht's hoch. Ne, da kam ich her. Das sind die Alternativen, einmal hier reinlaufen, ne? Ah, da ist Montenos. Creepen wir uns mal hier durch. Ah, Strukturgel. Würde ich jetzt machen, wenn ich ein drogenabhängiger Roboter wäre. Bin ich ja vielleicht auch. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Ich könnte dir einen Benzinkanister an den Kopf werfen, wenn dir das vielleicht hilft. Oder hier. Oder vielleicht eine Kiste. Nein, scheint dir nicht zu helfen, sagst du. Hm, vielleicht. Auch nicht. Vielleicht ein Eimer. Warte, das könnten wir doch wirklich verwenden. So. Wie kann ich es anschalten? Die einzige Möglichkeit ist hier, dir den Stecker zu ziehen, oder was? Nein, ich mach's wieder rein. Shit, are you okay? Are you okay? I don't know. I wanna go home. Oh Mann, Amy. Tut mir leid, ich würde einfach nur das andere rausziehen. Ja, dann wird's wahrscheinlich alles okay sein. Amy, geht's dir jetzt besser? Amy, ich hab geholfen. Aber es ist alles wieder an. Ich war das nicht. Das war schon so, als ich ankam.
Aber hat mir das jetzt irgendwie, ich meine, hätte ich das zweite auch ziehen müssen? Weil nicht, ne? Das stand ja irgendwas mit Sicherheits. Aber jetzt bin ich halt sicher. Und ich kann ja nichts für, die hat sich den Job wenigstens ausgesucht. Also. Und scheinbar ist der rechts der Menschheit ja eh tot. Oh, hier ist noch was zu hören. Jackie? Come in, Theta. What? I can't. Where are you now? Jackie! I'm at the shuttle. But it's not looking good. The lights flicker like mad. I think the power regulator is broken. I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. What was that? I can't hear you. Don't worry. I'll fix it. Somehow. Aber wir wollen ja zu Lambda, ne? Nicht zu. Wie gehen das jetzt auf hier? Ich habe, es ist doch alles wieder online. Aha. Shuttle Link, Upsilon B. Location. Da sind wir, Upsilon. Und dann kommt Theta und am Ende kommt das Lambda. Also wir wollen zurück zur 1. Mal schauen. Flutbare Schleuse, Luftschleuse, Rapturset, ja bla 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 bla. Alles klar. Okay, wir fahren automatisch erst zu Lambda, oder was? Sieht so aus. Alles klar, aber bevor wir hier fleißig mit unserem Omni-Tool wieder schwenken, beenden wir die Folge. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten. Haut rein. Peace!